Was geht, meine Freunde? Willkommen zu einem neuen Video auf Urbex Inc. Und heute aus dem schönen Österreich, endlich Urlaub, endlich sind wir da. Also mit uns meine ich auch hier Frau. Grüezi! So, das Kind liegt noch in den Federn bzw. vom Fernsehen. Und ja, ich werde jetzt hier nicht direkt ein ganzes Video drehen. Ich werde immer wieder mal einschalten, wenn wir irgendwas Tolles machen. Also heute wird es noch nach Kitzbühel gehen. Denke ich, dass ich da auch mal zwischen euch einschalten werde. Ja, guckt es euch einfach an. Es ist... Oh, herrlich. So, jetzt gehen wir erstmal Semmeln holen. Das sind ja hier Semmeln und keine Brötchen. Und ja, wie gesagt, bleibt gespannt. Immer wieder wird was Schönes eingeblendet. Tauchen gehen wir auf jeden Fall auch im Aachensee. Das kommt auch noch. Und ja, bleibt gespannt. Haut rein. So, mal kurz von unserer Unterkunft hier. Wir sind ja direkt hier auf dem Bauernhof. Ja. So ein kleines Ferienapartment. Die Frau ist schon fleißig. Da. Also das ist echt richtig gemütlich. Oh ja. Hier so kleine Essecke, kleine Küche, kleines Schlafzimmer. Aber das Geilste ist der Ausblick. Hier guckst du direkt auf den Berg. So, ja, die Hühnchen sind auch da. Also da haben wir Hühnchen. So, hier der andere Ausblick. Also es ist echt, es ist ein Träumchen. Es ist einfach ein Träumchen. So, dann sehen wir uns später. So, ihr Lieben, jetzt sind wir hier, wo sind wir? Schneeberghaus am Pendling. Ja, gleich gibt es natürlich richtige Aussicht, aber ja, schon mal so kleiner Vorgeschmack. Aber wie gesagt, gleich werden wir uns das mal richtig genau ansehen. Zu heiß. Mama, aber das ist wirklich. Warum? Wahnsinn, einfach ein Träumchen, wunderbar, guckt euch das an, so schön. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and me, we meant to be in the great outdoors, forever free. I
jetzt sind wir hier am Hintersteiner See, war das, ne? Ja, Auto. Oh, Moment, da gibt es ein Auto. Ja. Guckt euch das mal an. Das ist so ein Traum. Das Wasser ist so schön türkisblau. Ja. Nochmal danke an den Patrick. Guter Kollege, der ist hier nach Österreich gezogen. Das ist auch ein Grund, warum wir überhaupt hier hingefahren sind. Aber ja. Das ist nur ein kleiner Zwischenstopp. Nachher geht es weiter nach Kitzbühel. Zu den Schönen und Reichen. Ja, genau. Zu den Schönen und Reichen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann nachher wieder. So, ihr Lieben, ich habe ja gesagt, ich melde mich aus Kitzbühel. Also, wir sind auf jeden Fall da. Wir waren auch schon in der Altstadt gewesen, aber da war das Filmen war da eigentlich unmöglich, weil da waren so viele Leute und ich will nicht 10.000 Gesichter pixeln. Schade eigentlich. Also hinter mir seht ihr auch hier Gondellift und all sowas. Ja, und die Aussicht hier ist trotzdem cool. Ja, dann werden wir jetzt zurück nach Kufstein, werden erstmal duschen gehen und dann werden wir später schön in die Stadt was essen. Mal sehen, vielleicht nehme ich euch mit oder auch nicht. Bis später. So, ihr Lieben, jetzt sind wir auf dem Weg zum Kaiserlift. Also, hier seht ihr Kaisergebirge. Aber das ist nur das Kleine. Wir wollen... Moment, ich zeige es euch jetzt. Also, ich bin jetzt mit meiner Tochter unterwegs. Meine Frau hat Höhenangst, die fährt nicht mit dem Lift. So. Da wollen wir drauf, aber jetzt müssen wir noch den Lift finden. Ah, ich sehe ihn schon. Ja, und ich denke, wenn wir im Lift sitzen, dann werde ich mich nochmal melden. Gut, bis gleich. So, ihr Lieben, jetzt sind wir hier auf dem Lift. Guckt euch das mal an. Das ist so geil. Richtig schön. Ah. Also das ist schon, das ist echt cool. Ja, ich werde zwischendurch einfach mal ein bisschen was drehen. Und spätestens, wenn wir dann oben angekommen sind, werde ich mich nochmal melden. Ingmar! Ja, also der Weg bis hier rauf, der war schon ziemlich anstrengend, ne? Also bis mit, aber das hat sich so gelohnt. Das ist so lustig. Aber da geht es auch ganz schön bergab. Herrlich. Ja, und insgesamt fahren wir 4 Sektionen, bis wir dann oben auf dem Wilden Kaiser angekommen sind. Oh, herrlich, ich sehe gerade die Berge im Hintergrund. Geil. Geil. Und es geht höher und höher. Oh, hier ist es so schön ruhig. Aber wir können ruhig mal durch die Bäume fahren. Mir ist es heiß. Der Planet, der brennt so richtig. Oh. Ja. Ich weiß nicht, ob das so rüberkommt auf der Kamera. Das ist so hart. Oh Gott. Oh Gott. Schön. Oh Gott, wir hatten gerade schon einen Schock. Auf einmal hielt die an. Ich dachte, jetzt hängen wir hier fest. Nee, aber es geht weiter. Oh, schön. Es ist so schön. Echt ein Traum. Mal da so ein Jägerhütchen. Oh. Herrlich. Einfach herrlich. Tja, Berghotel. Schön. Ah, guckt euch das an, Leute. Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist so geil. Ich glaube, meine Frau wäre gestorben. Die wäre tatsächlich gestorben. Also jetzt hat erstmal das echt was
tiefer wird unter uns. Oha. Oha, oha. Was steht da? Ensler North Face. Ich wollte gerade sagen, mal gucken, was hinter der Kuppel kommt, aber meine Tochter sagt gerade schon, wir sind immer noch nicht am Ende. Boah. Einfach mega. Einfach mega. Ja, also, es geht weiter. Es bleibt spannend. So, jetzt geht es ein bisschen runter. Ich weiß nicht, ob ihr das da oben sehen könnt. Ich glaube, das ist dann das Ende. Aber schauen wir mal, jetzt kommt da erstmal so eine kleine Zwischenstation. Aber wir fahren weiter bis ganz oben. Auf jeden Fall. Das ist so schön. Einfach ein Traum. Herrlich. Also, man kann hier auf jeden Fall auch hoch wandern, aber da muss ich schon gut unterwegs sein, also ziemlich fit. Wir sind letztes Jahr, sind wir mal hier die Hälfte hochgelaufen und da war es schon, boah, war schon richtig heftig. Aber ich finde das lustig, hier kommen teilweise auch immer so Gondeln mit Hundekörbchen entgegen, die sind darauf festgeschnallt. Also kann man seine Tiere auch mit hochnehmen, das ist ganz cool. Boah, wenn wir mal nach hinten gucken jetzt. Sieht die ganze Kiste schon anders aus. Oh, ich bin mal gespannt, wie es ganz oben wird. So, ich glaube, die Hälfte, die haben wir jetzt. Jetzt mussten wir einmal auf der Mittelstation umsteigen. Und jetzt geht es nochmal weiter hoch. Aber ob das jetzt letztendlich der höchste Punkt ist, weiß ich auch nicht. Aber es ist einfach geil. Also, das ist schon ein Traum, echt. Dann hast du hier so Wanderwege. Hier hast du auch so einen ganz kleinen Pfad. Also das ist schon nicht ohne, wenn du hier zu Fuß hochlatschst. So, das steht jetzt da. Jetzt gucken wir mal, da kommen immer so Schilder. So, Station 7 von 10. Wenn der Berg ruft, fahren sie ihm entgegen. Mega. Ja, ich hoffe, euch gefällt das Video bis hierhin. Wie gesagt, wir werden morgen noch zum Aachensee fahren. Und da werden wir auf jeden Fall tauchen gehen, weil das Wasser ist da glasklar. Und mal schauen, was uns da noch so erwartet. Oh, guck mal hier. Das ist schon ein bisschen hoch. Wahnsinn. Guck mal da hinten. So, ich dachte, der Punkt eben war dann die letzte Station, aber nö, es geht noch weiter hoch. Aber hier kannst du so richtig, richtig geil abschalten, echt. Das ist mega, einfach mega. Aber ihr hört es ja selbst. Ruhe. Ich freue mich schon auf die Abfahrt, dann kann man das alles richtig sehen. Und es geht wieder weiter. Wahnsinn. Man sieht die Innen komplett. Das ist der Hammer. Das ist der absolute Hammer. So, jetzt sind wir oben angekommen. Guckt euch das mal an. Das ist ein Traum. Einfach ein Traum.
kannst so weit schauen. Wahnsinn, einfach Wahnsinn. Ha? Das ist der absolute Wahnsinn. So, jetzt geht's wieder runter. Es sieht ganz anders aus. Guckt euch das mal an. Ein Träumchen, echt. Ein absolutes Träumchen. Wahnsinn. Also ich habe sowas in so einem Ausmaß auch noch nie, wirklich noch nie erlebt. Achso, da sind wieder hier diese Hundekörbchen, guckt mal. Ja, aber das ist einfach überwältigend. Also, wenn man sowas nicht kennt, das ist echt ein Erlebnis. Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt schon Wahnsinn gesagt habe, aber man sieht echt alles. Weil da, ja, ihr seht es bestimmt nicht, da ist so eine kleine Festung auf dem Berg. Die ist normal so weit oben und jetzt ist sie einfach unten. Also, das ist schon gigantisch. Einfach mega. So, jetzt sind wir wieder auf dem Boden angekommen. Oh, war schon mega. Und ja, jetzt gehen wir erstmal wieder Richtung Hallstatt. Da wartet meine Frau. Wie gesagt, die hat ja Höhenangst. Und dann werden wir erstmal ein schönes, kaltes Zipferl trinken. Gutes Bier hier in Österreich. Nur zu empfehlen. Gut, dann sehen wir uns später. Moin ihr Lieben. So, ich wollte euch auch nochmal unsere Unterkunft zeigen. So, das ist der Hörfinghof in Kufstein und der gehört der Familie Atzel. Da wollte ich mich hier auf diesem Wege auch nochmal bedanken. Wir sind so freundlich hier aufgenommen worden und die Leute, die sind hier richtig, richtig nett. Also kann ich nur empfehlen, wenn ihr mal in Kufstein oder in Österreich Urlaub machen wollt, dann kommt zum Hörfinghof. Kann ich nur empfehlen. Ja, man kann hier echt gut abschalten und ist einfach schön. Ja. So, ja. Wie gesagt, meine Frau sagt halt auch, es ist echt sehr familienfreundlich und ja, die Leute sind einfach zuvorkommend und ich werde die Seite, werde ich bei mir unten in der Videobeschreibung verlinken und dann könnt ihr einfach mal vorbeischauen und wie gesagt, ich kann es echt nur empfehlen. Daumen hoch und ein großes Dankeschön nochmal an die Familie Atzel. Herzlich willkommen am Aachensee. Guckt mal hier. Das ist Wahnsinn. Oh, das Wasser türkis, glasklar. Fühlt sich wie am Meer. Herrlich.
So, ihr Lieben, letzter Tag in Österreich, heute mal aus Innsbruck. Und auf diesem Wege möchte ich auch das Video beenden. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei, ein bisschen dabei zu sein bei unserer Tour durch Österreich. Und ja, ich würde sagen, wir lassen es uns noch schmecken. Bis zum nächsten Video.